Hallo, ich bin Michael Sanderling und ich habe in dieser Woche das große Vergnügen, gemeinsam mit den Prager Sinfonikern Beethoven zu ehren, anlässlich seines 250. Geburtstages. Und wir tun das mit einer seiner bekanntesten Sinfonien, der sogenannten Schicksalssinfonie, der 5. Sinfonie in C-Moll. Wir tun das mit einer seiner bekanntesten Ouvertüren, der Egmont-Ouvertüre. Und wir tun das mit einem Stück, was ihm zu Ehren entstanden ist und in voller Bewunderung von John Adams, Absolute Jest. Das ist ein Stück für Streichquartett und großes Orchester, in dem so gut wie alle bekannten Scherzi aus den Sinfonien, aus der Kammermusik, aus den Klaviersonaten vorkommen, aufgegriffen werden, umgewandelt werden und zu einem sehr effektvollen Stück umgewandelt werden. Sie sind alle herzlich eingeladen, uns am Mittwoch und Donnerstag mit dem Konzert, im Konzert zu besuchen.